Am 15. August feiern wir das Fest von Maria Himmelfahrt. Am 1. November 1950 formulierte Papst Pius XII. Das Dogma der leiblichen Aufnahme von Maria, die Mutter Jesu, und bestätigte damit das, was bereits seit langer Zeit in der christlichen Tradition gefeiert wurde, als Maria den Lauf des irdischen Lebens vollendete, wurde sie mit Leib und Seele zu Gott aufgenommen. Was bedeutet das für uns? Die Feier Maria Himmelfahrt ist ein Zeichen des Gottvertrauens. In unserem Leben haben wir oft Ängste, das Ungewisse, eine Krankheit, der Tod, ein Verlust. Was kann die Ängste vertreiben, sie von uns wegnehmen oder wenigstens mindern? Nur das Vertrauen. Das Vertrauen ist die Quelle unserer inneren Freude. Es kann uns beruhigen und jede Angst zerstreuen. Das Vertrauen gibt uns die Hoffnung, dass alles gut wird, weil Gott bei uns bleibt. So hat Maria geglaubt und gelebt, im Leben und im Tod. Das Fest von Maria Himmelfahrt ist ein Fest des Gottvertrauens. Er lässt uns nicht im Stich. Wir können fallen, aber am Ende fallen wir in Gottes Hände. Und Gottes Hände sind gute Hände.